Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Sherlock Holmes. Eine Studie in Grün. Ja, wir machen hier gerade glatt weiter. Wir haben ja in der letzten Folge haben wir eine ziemlich krasse Entscheidung getroffen. Krasser, da voll die krasse Entscheidung, ey. daher müssen wir mal gucken. Ich glaube, wir haben uns richtig entschieden. Doch, ich glaube ja. Weil er hat ja damit nichts zu tun, der Hast. Mich würde interessieren, macht er jetzt weiter? Kommt er wieder raus? Sieht seinen Sohn? Konnte er behandelt werden? Konnte er nicht behandelt werden? Wir drücken X. Schwarzer Bildschirm. Holmes, Sie kegeln? In der Wohnung? Nicht kegeln, mein lieber Watson. Ich spiele Bowls. Ernsthaft? Mit Ihrer Verletzung? Oh nein. Mrs. Hudson wird Sie umbringen. Fürs Erste reicht es. Zeit zu gehen. Möchten Sie mich begleiten? Sie sind unverbesserlich, Holmes. Und wohin gehen wir? Ich nehme an der Finalrunde des jährlichen Turniers teil, das der Bowls Club des Archäologischen Instituts von London veranstaltet. Es ist eine offizielle Einladung. Ich muss mich noch passend anziehen, dann können wir los. Okay, wir ziehen uns um. Wir ziehen uns jetzt um. Und wir ziehen uns an. Festlich, Bandit, Seelsorger, Sportkleidung. Okay, so sieht man, so eine Studie in Grün. Ein Bowl-Turnier stellt sich lediglich als Vorspiel zu einem außergewöhnlichen Abenteuer heraus, in dem Sherlock Holmes sein Körper und Geist gleichermaßen wird anstrengend. Gleichermaßen wird anstrengen müssen. Achso, na klar, logisch, Leute, logisch. Da ist der Klapp. Wir haben hier noch mehrere Charakter gefunden. Ich dachte, wir finden natürlich. Kommt in diesem Fall. Wow, hier läuft mal ein paar Leute kennen. Bin sehr gespannt. Da kommen wohl dann noch ein, zwei Fälle auf uns zu. Freut mich sehr. Wir. Ist unsere Tochter denn noch hier? Oder ist die. Nee, die. Doch, die ist noch da. Was ist das? Brief an Dr. Fischer. Sherlock Holmes, erinnern Sie sich an mich? Dr. Reuben Fischer? Mit Ihrem Auftritt in Epping Forest haben Sie mir wahrscheinlich das Leben gerettet. Und mir zur Flucht vor diesen Wahnsinnigen verholfen. Haben Sie daher vielen Dank für mein Leben und meine Freiheit. Ich habe vor, unsere wohltätige Arbeit fortzusetzen. In Dank verbunden, Dr. Reuben Fischer. Warum? Oh! Was ist denn hier los? Leute! Niedlich gemachte Zimmer. Gucken wir uns mal kurz die Bilder an. Wir haben ja First Person. Oh, die Kleine kann aber gut malen. Ja, die kann sehr, sehr gut malen. Muss ich jetzt ehrlich mal sagen. Ne? Da unten liegt ein Brief. Ah ja, wahrscheinlich bei der Schule oder so. Ja doch, die kann nicht malen. Hey, coole Sache. Also wissen wir ja, was sie später macht. Gut, Maler. War da hinten gerade was? War da hinten was? Aber hier können wir wahrscheinlich nicht. Sollte man ja auch nicht machen, ist jetzt Kinderzimmer. Wo sind wir denn hier bitte? Was sagt er denn jetzt zu sehen? Wer hat da schon wieder seinem eigenen Schwanz hinterhergejagt? Ich sollte öfter mit dir Gassi gehen. Okay. Holmes, sind Sie sicher, dass Sie das tragen wollen? Was ist damit? Jeder im Club trägt so etwas. Haha, alleine die Vorstellung. Ich hoffe nur, dass unsere reizende Nachbarin Sie nicht in diesem Aufzug sieht. Sind wir nicht sexy? Alter. Ich hoffe, sie sieht uns. Wo ist sie?
Geh mal raus, weil draußen gibt es bestimmt wieder Zeitung. Hey. So, Bethlehem. Anstalt ab sofort offen für alle. Glauben Sie, dass jemand, der Ihnen nahesteht, von Sinnen ist? Sind Sie es leid, Ihre kranken Familienmitglieder zu pflegen? Haben Sie vielleicht selbst nicht mal alle Tassen im Schrank? Dann haben wir die Lösung. Die Bethlehem Anstalt. Mit unseren modernen Behandlungstechniken können wir garantieren, dass Sie oder Ihre Liebsten recht bald und auf jeden Fall Frieden finden werden. Unsere Erfolgsquote beträgt überwältigende 93,3%. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Dr. Herbert West. So. Was kann ich für Sie tun, Mr. Holmes? Ja, nichts. Leute, die stehen hier auch immer so, immer gleich, ne? Die komische Leute. Komische Leute. Ist die Frau da oben im Fenster eigentlich noch, die wir in irgendeiner Folge mal kennengelernt haben? Die wunderschöne, superschöne Frau. Ich bin verstört. Manchmal ist dieses Spiel ganz schön verstörend. Wie sitzt sie immer noch? Was malt sie denn eigentlich hier? Was malt sie? Was malst du? Die kann auch gut malen. Aber was malt sie? Ich dachte, man malt das ab. Okay, sie denkt das sich halt aus. Okay. Da gibt's auch Zeitungen. Kriegen wir wahrscheinlich keine, ne? Waren wir hier hinten schon mal gucken? Komm, wir können ja mal gucken gehen, wenn wir schon mal hier wieder sind. Bevor wir in den Club fahren. Naja, der säuft da. Lass ihn doch machen, da. Schubst die Leiter um. Mann, ist das laut hier. Oh, was ist das hier? Frische Getränke. So durstig bin ich dann doch. Haben wir mal was Neues gefunden. Komm, wir setzen uns gleich mal hier ins Taxi. Taxometer. Hey. Und fahren direkt in den Club. Eine Studie in Grün. Ja. Mann. Leute, aber ich bin doch, glaube ich, ganz zufrieden damit, wie wir uns entschieden haben. Ich glaube, das war das Richtige. Doch. Die Entscheidung bereue ich irgendwie nicht. Also bis jetzt. Bis jetzt. So. Er ruckelt da und ruckelt da. Ja, wir warten. Drücken X zum Fortfahren. Ach nicht, ich habe in der letzten Folge... Sie haben gestern sehr gut gespielt. Sie schmeicheln mir, Sir Charles. Ich treibe viel Freiluftsport. Das ist der Schlüssel zu meinem Erfolg. Mein Freund Dr. Watson wollte mich begleiten. Wirklich? Möchten Sie den Hauptpreis sehen, Mr. Holmes? Ein seltener Maya-Steinkalender der Kitschi. Der Kitschi? Ja, hier drüben steht eine Statue ihres legendären Königs Tikkun Umar. Nun ja, zumindest eine Kopie der Statue aus Metall. Die? Ah. Da nur Mitglieder Zutritt zum Clubhaus haben, stellen wir den Kalender im Freien aus. Schauen Sie sich ruhig um. Und damit sind wir schon beim Club, Leute. Wir gucken uns hier ein bisschen um. Hier stehen ein paar Leutchens. Viel Glück, Holmes. Aha, aha. Was gibt's hier so? Aha, schön. Schöner Mann, schöner Mann. Der Hauptpreis. Der Maya-Kalender der Kitsche. Tolles Finale. Haben Sie den Hauptpreis gesehen? Der hatte die Sache hier. Nee, wir wollen noch nicht spielen. Wissen Sie, gegen wen Arthur im Finale spielt? Sherlock Holmes. Wie aufregend. Leute, wir spielen im Finale. Daran wird Watson seine Freude haben. Na, bestimmt. Gehen wir doch mal von aus. Ah, Mr. Holmes, sind Sie bereit für die Finalpartie? Ich brauche noch Zeit.
Können wir wenigstens üben vorher? Sind Sie jetzt bereit? Ich brauche noch Zeit. Ja, wir brauchen noch ein bisschen Zeit. Wir fangen gleich an. Mr. Holmes, es freut mich, dass Sie mein Finalgegner sind. Man nennt mich Arthur den Unbesiegbaren. Also wünsche ich Ihnen viel Glück. Danke. Uns kann man natürlich auch nicht besiegen, ja, Freundchen? Wir gehen mal hier hoch, gucken mal nach, was hier so abgeht. Ach so, jetzt sind die Bänke, okay. Hallo? Nur Clubmitglieder haben Zutritt. Sind wir kein Clubmitglied? Mann. Okay, ich glaube, wir haben uns jetzt gerade ein bisschen umgeguckt hier. Gibt ja nicht allzu viel. Ist ja klein und fein. Den Kalender würde ich gerne gewinnen. Ein fantastisches Kunstwerk. Guck mir den so an. Die Statue von Tekun Uman. Okay. Ja, wir bleiben hier. Okay. Wir gehen nochmal hier. Ein wundervoller Novembertag. Ja, das ist ein schöner Novembertag. Da ist noch eine Statue, glaube ich, die wir uns nochmal schnell angucken können. Und dann legen wir auch wirklich los, versprochen, Leute. Ich glaube, kann man sich das Ding hier noch angucken? Nee, okay. Okay. Moment, da ist noch eine Tafel. Kann man sich die Tafel noch angucken? Ich habe im Viertelfinale verloren, aber das lag nur am nassen Rasen. Ja. Ich weiß noch nicht mal, was die hier spielen. Kann man sich die Tafel dann noch schnell irgendwie angucken? Mich würde das mal irgendwie ein bisschen interessieren, würde mich das schon. Ah ja. London. Bad Asha. Achso, Elodic Industry Bowling Club. Holmes. Was für eine tolle Saison. Okay, wir sind weitergekommen. Holmes und jetzt kommt Learbrook und Learbrook gegen Holmes. Und der Sieger steht dann fest. Das große Turnier des Bowls Clubs des Archäologischen Instituts von London. Okay, Leute. Wir legen jetzt los. Sind Sie jetzt bereit? Ja. Ja, möge das Finale beginnen. Ich habe keine Ahnung, wie geht das? Besiegen Sie Ihren Gegner, indem Sie mehr Bowls-Kugeln näher an die Zielkugel platzieren. Partie beginnt. Wo ist denn die Zielkugel? Nein. Kann man nicht nochmal verstellen? Scheiße. Überspringen wollen wir ja nicht. Abbrechen. Müsste so passen, oder? Ich habe keinen Popschutz, entschuldigt bitte. Also die weiße ist die Zielkugel. Ja, ist doch gut, Leute. Was heißt am Ende hier? Wenn Sie diesen Abschnitt verlassen, wird Ihr Fortschritt nicht gespeichert. Trotzdem beenden? Nein. Wow, okay, ist gut. Okay, wir müssen irgendwie so machen, so dass sie vielleicht so kommt. Wir haben vorher mit so viel Schwung ungefähr gearbeitet, so. Die ist vielleicht ein bisschen sehr langsam. Oh ja, die kommt richtig gut.
Okay, pass auf, wir machen jetzt so. So sollte passen. Ne, warte mal, vielleicht doch noch nicht. Vielleicht noch ein bisschen so. Okay, und jetzt machen wir unten ganz in grün. Oh, die war vielleicht ein bisschen sehr, sehr schwach. Ah! Die sollte eigentlich ein Stück höher, aber das ist ja nicht so einfach. Wow! Okay, nee, warte mal, wir machen doch hier so von rechts rüber. Noch mal ein bisschen so. Ja, so sollte vielleicht passen. Ja, so, ja, so, so könnte sein. Okay. Ah, shit, die war zu doll. Oder? Okay, ich glaube, damit haben wir die erste Runde gewonnen. Nächste Runde beginnen. So, wir machen natürlich wieder den ersten Wurf. Machen wir im gelben, Anfang roten Bereich. Ja, ungefähr gleiche Stelle wie vorhin. Hälfte. Ja, so. Scheiße. War die vielleicht ein bisschen doll? Nee, sieht ganz gut aus, ne? Ja, die sieht gut aus. Na komm schon, wirf wieder raus. So, ne, ja, so. Machen wir mal so. Sollte vielleicht auch wieder passen. Na, die war vielleicht doch, die sieht gut aus, die sieht sehr, sehr gut aus. Jawohl! Ja, er ist Profi, ja. Wer hat dann die anderen Runden gewonnen? Warte mal, jetzt machen wir nicht so, so müsste passen, ne? So, ja. Jetzt machen wir wieder ungefähr einen gelben Anfang, grün, Mitte gelb, so. Ja, die kommt ganz gut, ja. Ja. Dingel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 
Na! Ja, ich hab schon gedacht. Ja, ist doch gut. Was für miese Ganoven. Ah, alle zu weit weg. Okay, ich glaube, wir sind jetzt mal in der Runde 3 angekommen und in der letzten Runde, ne? Stand da gerade letzte Runde? Wir machen wieder Mitte, so ungefähr. Ja, wir warten. Ja, Leute, die Folge wird halt ein bisschen länger, aber das ist ja nicht so schlimm, ne? Ich wünsche euch außerdem einen angenehmen Montag. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Wochenstart. So, okay. Müsste passen. Na, nee, sieht ganz süß aus. Ja, perfekt. So. Oh, die war vielleicht ein bisschen doll. Ich habe immer Angst, dass ich doll mache, aber irgendwie doch nicht so. Oh, doch, die war doll. Ja, ich weiß. Alter! Oh, war vielleicht auch ein bisschen sehr doll. Von links geht ja nicht. Also links ist ziemlich, ja, scheiße. Okay, war unser vorletzter Wurf. Oh, jetzt versucht er aber richtig loszulegen hier, ne? Wir versuchen jetzt nochmal von links. Vielleicht nicht so doll, so vielleicht, so, ja, so. Das war unser letzter Wurf, jetzt sind wir gespannt, was jetzt passiert. Und damit haben wir gewonnen. Leute, wir haben gewonnen. Ja, jetzt warten wir noch. Zu dieser Leistung, Mr. Holmes. Herausragend. Die Preisverleihung findet morgen früh statt. Wir sehen uns, wenn Sie den Kalender entgegennehmen. Sie kommen bestimmt auch, Dr. Watson, oder? Leider habe ich morgen keine Zeit. Die Arbeit ruht nicht. Ah, wie schade. Gehen wir heim. Leute, ich bedanke mich für's Zugucken. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Sherlock Holmes. Ich hoffe, euch hat das Champion-Finale gerade gefallen. Wir sind Meister. Wer drauf hat, hat's drauf, ne? Also, wir sehen uns. Bis dahin. Ciao mit V.